Eurerseits. Ich bin Sven und ich nehme euch mal wieder mit auf eine Tour. Chris und meine Wenigkeit sind mal wieder zusammen unterwegs. Bei schönstem Wetter, wie wir es am liebsten mögen. Die Ansage ist auch echt nicht ohne. Also es soll nachher noch richtig heftig in Schnee übergehen. Es soll noch Sturm aufziehen und es soll auf minus 3 Grad noch runtergehen, die gefühlt sind durch Wind und Nässe wie minus 12 Grad. Da lassen wir uns mal überraschen. Wir haben aber wirklich unser Wintersetting mit. Wenn euch das interessiert, schaut gerne in die Infobox. Da findet ihr wie immer alles drin. Das ist aber wirklich diesmal sehr robust rustikal. Große Frage, habe ich einen Löffel? Ich weiß es nicht. Es gibt jetzt einmal eben Mittagspause. Wir sind ja ein paar Stunden noch angereist, jetzt auch schon weich unterwegs. Es ist jetzt um die 14, 14.30 Uhr, da kann man mal Mittag essen. Ich brauche für das meiste, was ich zu essen mache, wirklich nur warmes bzw. heißes Wasser. Und werde das dann in diese Tupperdose, ne? Da habe ich den Kram nochmal drin. Da passt auch vor allem der Becher, X-Beutel und alles richtig schön rein. Und die Gefrierbeutel, die sind feuerfest und ohne irgendeinen Scheiß. Das heißt, da kann man auch ruhig heißes Wasser mit reingeben. Das heißt, ich kippe hier, das ist quasi, ne? Die Nudeln seht ihr. Und dann ist auch noch eine heiße Tasse drin und so ein bisschen Röstzwiebeln und so. Da kommt das heiße Wasser drauf, Deckel drauf, dann kannst du halt ein bisschen ziehen. Gerade bei längeren Touren ist das halt sehr angenehm, weil man da, ja, wenn man einfach nur erhitzen muss und dazu packen muss, es ist einfach deutlich angenehmer, da noch frische Zutaten mitnehmen. Keine Chance, das sind jetzt für die Tage, die angepeilt sind, insgesamt 2,5 Kilo alleine Nahrung und dazu nochmal 3 Liter Wasser und wir müssen sowieso unterwegs filtern, anders geht's gar nicht. Und ich habe pro Tag hier quasi so Futterbeutel zusammen, das werdet ihr im Laufen auch noch sehen, da ist halt einmal sowas drin, so ein, ich sag mal, selbstgemachten Yum-Yum, da sind noch Nüsse drin, da ist noch ein Riegel drin, da ist einmal noch eine richtige Mahlzeit drin mit gefriergetrockneten Sachen, die zum Aufgießen sind. Und ich glaube, das war es im Großen auch schon. Und ich habe tatsächlich, um nochmal Energie hinzuzufügen, immer nochmal eine Ampulle mit Olivenöl, dass man da nochmal ordentlich Kalorien einfach drauf ballert und Kaffee, Tee und so weiter und so fort. Und wie sieht's bei dir aus? Was hast du so mit? Das überforderst du mich. Ach so, sorry. Ich war noch bei deinen Röstzwiebeln, das heißt Röstzwiebeln. Ach so, Entschuldigung bitte. Ich habe natürlich Röstzwiebeln mit, nicht Röstzwiebeln. So, jetzt hier weiter. Entschuldigung, ich hoffe, du konntest dich jetzt auf die komplexe Frage deiner Ernährung konzentrieren. Ich wollte dir eigentlich eine Frage stellen, aber... Ach so, jetzt draußen nicht mehr vor der Kamera. Das ist richtig rum, wie du den hältst. Oben musst du ans... So eine Hühnersuppe, wenn es kühl ist und wenn es nass ist, finde ich, ist somit das Beste. Auf jeden Fall sind wir gut gestärkt, schön Pause gemacht. Kann ich gerade gegessen, ich habe mir noch einen Tee eben aufgesetzt. Chris ähnlich, hat einen Kaffee gemacht, bin schon mal weggesnackt. Und jetzt geht es weiter, wir wollen noch gut Kilometer fressen.
Wir werden insgesamt bei dieser Tour rund 100 Kilometer in den Knochen haben. Gute 100 Kilometer. Dann wollen wir auch ein bisschen laufen. Erstmal geht's da runter. Kannst du mal vorgehen und gucken, ob es glitschig ist? Lass das ausknobeln. Langsam hat man sogar ein bisschen Sicht, könnt ihr das sehen? Geh wandern, haben sie gesagt. Schön, haben sie gesagt. Ja, und recht haben sie. Und hier geht es halt einfach ziemlich wieder runter. Aber wir müssten jetzt den Großteil geschafft haben. Und einige Höhenmeter auch schon gemacht wieder. Jetzt ist man auch wieder nicht mehr im diesigen Bereich. Mittlerweile ist man ganz aus den Wolken raus. Unsere Rucksäcke wiegen ziemlich identisch beide. Sind wir bei 19,5 Kilo am ersten Tag, also mit 3 Liter Wasser und Verpflegung, Brennstoff und allem. Das wird also mit jedem Tag weniger. Schaut euch mal diese Weite an. Sieht zwar im ersten Moment ein bisschen gruselig aus, wie in den ganzen gekappten Bäumen, weil die krank waren. Aber schaut mal dazwischen und schaut mal, wie grün das ist, wie viel da wächst, wie viel danach wächst. Boah, wir haben noch mal richtig gut Kilometer gerissen und haben jetzt einen Platz, wo wir diese Nacht ruhen werden. Das ist ja mal so der Teil von Touren, die ihr nie seht, dass wir ja ganz oft aus Gebieten wieder raus müssen, weil wir da nicht ruhen können, weil es da absolut nicht geht, dass irgendwelche Schutzgebiete oder dergleichen. Das heißt, wir laufen da halt oftmals wirklich auch an Straßen und dergleichen. Das war jetzt auch der Fall, dass wir an der Bundesstraße lang mussten, um halt aus dem Gebiet wieder rauszukommen. Ihr kriegt immer so die Beauty-Shots, sprich wirklich die schönen Ecken und so weiter, weil ne, ihr müsst überlegen, wenn ich eine Tour mache, die über mehrere Tage geht und ihr kriegt nachher ein Video von 20 Minuten, dann nehme ich nur die Aufnahmen, die wirklich hübsch sind. Das wird ja immer schöner. Hätte ich heute Abend echt nicht mehr mit gerechnet. Chris baut da auf. Übrigens recht dicht bei der Straße, also nicht wundern. Hier fahren auch immer mal Autos. Ich baue mir mein Setting gerade hier. Ich werde jetzt gleich nochmal hier nach oben natürlich abspannen. Dann hat man da nochmal richtig schön Raumhöhe. Boah, das wird gemütlich. Habe ich auch echt Hunger. Heute Morgen gefrühstückt. Dann einmal die Pause gemacht, die ihr gesehen habt. Und seitdem ja, habe ich weder eine Pause gemacht, noch was gegessen. Da freue ich mich jetzt echt so auf die Abendmahlzeit. Nur so als Tipp, eine Rucksackhülle am Rucksack ist zwar ja, weitestgehend überflüssig, aber gerade jetzt wie hier, um das Tragesystem vor der Nässe vom Boden zu schützen, oder ne, das kann man halt immer so hinschmeißen, ist das super praktisch, deswegen habe ich immer eine mit. Mein Setting ist fast fertig. Ganz unten ist die Savotta-Matte.
Dann ist der Jöderlandsack. Da kommt jetzt gleich der Defense 4 rein. Ihr seht, ich habe hier wirklich so King-Size Platz. Das ist das Tech-Gear-Tab. Wie gesagt, Ausrüstung, wenn euch da was interessiert, schaut da echt in die Infobox, da ist alles drin. Dann wollen wir uns das mal zu Hause von Chris angucken. Na, was hast du da gebaut? Ist eigentlich fast das gleiche Setting, ne? Das Erwähnenswerte ist die Wäscheleine. Wunderbar. Zum Trocknen. Und perfekter Sekundärwindschutz. Ja. Ja, sonst hast du auch Jöderlandsack, Defense 4 und die Tamaris Scout, ne? Genau. Ja, meine kleine Hütte habt ihr eben gesehen. Da habe ich echt ganz gut Platz. Dieses, das ist ja nicht ganz 3x2 Meter, ein bisschen weniger als 3x2 Meter, aber es ist so meine Lieblingsgröße. Das ist von innen halt so schön schwarz beschichtet. Und ihr seht vielleicht, was für eine dunkle Höhle das ist. Das ist hier von der Liegefläche her ganz gut. Und ich hätte natürlich die eine Seite einfach noch abspannen können, aber ja, meine Güte, hätte Fahrradkette. Ich bin da durch Defense 4 und wie gesagt, den Windblock vom Jodenlandsack zusätzlich noch, mache ich mir da überhaupt gar keine Gedanken. Und wenn das über Nacht irgendwie der Wind sehr, sehr stark werden sollte, dann nur mal gezeigt, dann kann ich hier 0,nix, Heringe habe ich noch über. Nehme ich den Stick raus und gehe damit zack direkt nach unten und mache hier mir die Schräge hin. Und dann kann ich mir nämlich da komplett dicht machen. Und jetzt werde ich mir auch was zu Futter machen. Ich glaube, Chris ist schon dabei. Beziehungsweise Chris pellt sich noch aus. Und hier ist so ein bisschen die Nässe in den Körper gekrochen. Da ist für mich mal wieder bestätigt. Hier, das zieht er sich gerade um. Könnt ihr ein bisschen bei beobachten. Stört ihn bestimmt überhaupt nicht. Ich bin da absolut wieder, ja, Poncho ist für mich halt einfach ideal. Ich habe das halt gekoppelt mit Beinlingen und Armlingen. Ich habe perfekte Belüftung und Loden darunter sowieso super robust gegenüber Nässe. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden. Mir geht es da echt richtig gut. Ja, ist einfach auch mein favorisiertes System. Immer wieder andere Sachen getestet, immer wieder zurückgekommen. Ja, Essen ist bei mir relativ unspektakulär insgesamt. Ich zeige euch das mal eben. X-Boy ist halt mein einziger Kocher, den ich mitnehme. Ich nehme halt die kleine Flasche immer. Das ist so eine Ladung. Einmal sind es so 30 Milliliter. Das nehme ich immer zum Dosieren. Das finde ich ganz cool, weil sonst fällt es mir immer mal schwer, den richtig zu dosieren, weil man einfach raufkippt und man sieht ja keinen Füllstand oder so. Deswegen nehme ich halt immer die kleine Flasche. Dann habe ich immer was zum Dosieren. Und hier, das ist die 0,5er, müsste es sogar sein. Lass mich lügen. Och, kann ich gerade gar nicht lesen. Naja, es müsste aber die 0,5er sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Trangia-Flasche, die finde ich sehr cool, weil die halt sehr schön zum Dosieren ist. Die ist jetzt zwar nicht die ultraleichte Lösung, aber ich mag die einfach sehr gerne und das ist in der Kombination ist einfach sehr cool. So kulinarisch ist bei mir wirklich sehr simple Kost. Ich habe eben einmal so eine Tüte mit 100 Gramm Nüsse noch gefuttert, die wäre eigentlich für den Track gewesen. Aber wir haben tatsächlich seit dieser einen Mittagspause haben wir nicht mehr posiert, deswegen auch nichts weiter gegessen. Und ich habe mehrere Pakete für jeden Tag unterschiedliche, ne, wo ich mir einmal was reinmache. Also das habe ich zweimal mit, meine ich sogar. Wo jetzt einfach gleich nur das Wasser heiß drauf muss. Ich habe, das sind einfach gefrierte, getrocknete Sachen. Und ja, da habe ich mir was zusammengestellt und packe das da einfach rein. Also nicht selbst gemacht, das habe ich mir tatsächlich einfach geholt, weil ich da keinen weder Zeit noch Nerv zu hatte. Auch wenn ich es könnte und auch wenn ich ein Dörrgerät alles zu Hause habe. Aber naja, ihr kennt das vielleicht auch, wenn man beruflich sehr eingebunden ist und auch noch ein Privatleben hat. Dann hat man nicht immer Zeit, alles perfekt vorzubereiten. Und da habe ich einfach die schöne, bequeme Nummer genommen. Und außerdem, ja, passt, oder? Das heißt, ich werde mir jetzt gleich einmal Wasser zum Köcheln bringen, kippe das hier rauf. Das sind, habe ich eben, glaube ich, schon gesagt, hitzeresistente Gefrierbeutel. Ich brauche kein Wasser, um das abzuwaschen. Ich habe kein Geschirr, was schmutzig wird, sondern ich kippe das Wasser einfach direkt in den Gefrierbeutel, kann daraus bequem essen. Und danach kommt der Gefrierbeutel in die Mülltüte und kann somit zurückgehen. Und ich muss nichts reinigen. Ich habe nirgendwo irgendwas rumgesifft. Hier ist schöner Waldboden, das ist ganz schön. Wie gesagt, ich habe die Savotta mit. Die ist sowieso schon bequem, aber mit Waldboden unten drunter ist natürlich richtig gut. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich werde wieder den Rucksack als Kopfkissen nehmen. Den nehme ich, also packe ich ihn ja sowieso immer drunter. Ich bin diesmal Kopfkissenmäßig aber recht gut dabei. In die Hülle vom Defense 4 wird der Kapuzenhuber, den ich gerade anhabe, reinkommen, weil den brauche ich die Nacht über nicht tragen, wenn ich den Defense 4 habe. Das heißt, da habe ich nochmal ein Kopfkissen, wenn ich möchte. Oder das kann ich mir irgendwie an die Seite packen oder wo auch immer. Also ich kann mich da so richtig einmummeln. Ich habe nicht meine typischen Sets mit. Ihr kennt ja meine Sets, die ich meist mit habe. Und die habe ich tatsächlich nicht. Die habe ich so ein bisschen aufgebrochen, ein paar Sachen reduziert. Ein bisschen was aus meiner Ultraleicht-Ecke. Das habe ich zwar eigentlich in meiner, ich sag mal, Sommertasche, aber da habe ich so ein paar Sachen rausgenommen. Und die Pouches, die ich sonst so genutzt habe, die habe ich nicht genutzt, sondern ich habe Gefrierbeutel. Und da spart man enorm was durch. Das kann ich also echt nur empfehlen, gerade wenn es länger ist, dass man da sich von diesen Taschen, die mag ich total gerne, die Sets, super, super gerne für Wochenenden tun und alles. Aber wenn ich länger unterwegs bin, dann bin ich halt auch gerne mal wirklich leichter unterwegs, wenn ich weiß, es wird schwierigeres Gelände oder so. Und da ist das eine super Alternative, wo man dann ausweichen kann, wo ich dann sage, okay, ich nehme es aus der Tasche raus und packe mir jetzt in den Gefrierbeutel und spare dann irgendwie in 0,nix, habe ich irgendwie ein Kilo rausgespart und ein Kilo macht sich schon bemerkbar, wenn man 100 Kilometer unterwegs ist. So, und das lasse ich jetzt natürlich nochmal schön ziehen.
Kann ich auch den Deckel drauf machen. Zack, perfekt. Also wie gesagt, die Tupperdose, das ist nicht von Tupper, aber ne, das ist die Plastikdose. Er ist wirklich perfekt mit dem 750 ml Speedtopf, ist das, ist Titan. Das ist für mich so das perfekte Set, weil ich das schön so kombinieren kann. Da gehe ich dann natürlich wieder ein bisschen von Ultraleicht-Gedanken weg, aber ich bin auch kein Ultraleicht-Typ. Also von daher nehme ich da immer mal Anleihen und ich klaue mir immer so das eine oder andere aus der Ultraleicht-Ecke, weil es da sehr, sehr viele coole Sachen gibt. Aber immer nur in Grenzen, wie es für mich halt passt. Deswegen finde ich immer spannend, wenn sich da Leute so ereifern, so, oh, das darf nur so oder nur so und so weiter. Ich komme langsam in das Doppelherzalter. Aber die sind einfach echt gut. Und das habe ich noch gar nicht erzählt. Das ist meine Geburtstagstour. Ich werde nämlich morgen 40 und wollte halt einfach richtig schön 4 Nächte draußen, 5 Tage unterwegs sein. Es ist gerade richtig, richtig gemütlich. Also richtig angenehmes Setting, richtig kuschelig warm. Und ja, wir haben es jetzt gleich 9:30. Viel gibt es also nicht mehr zu erzählen. Deswegen sage ich einfach gute Nacht und bis morgen früh. Es war richtig kuschelig, angenehm warm, aber die erste Hälfte der Nacht war ziemlich unruhig. Also es hat durchweg geregnet, hört man vielleicht auch noch ein bisschen, die ganze Zeit geschauert. Die erste Hälfte hat es auch angefangen ordentlich zu stürmen. Da bin ich schon einige Male wach geworden, wenn die Böen so richtig heftig waren. Oder auch wenn der Schauer so richtig heftig wurde. Oh, deswegen freue ich mich jetzt gegangen zu kommen, um ein Käffchen zu machen. Na, jetzt seht ihr es glaube ich nicht, aber es schneit so ein bisschen. Nur ganz wenig, weil bisher bleibt nichts liegen. Chris hat auch gut geschlafen, so richtig komatös. Der hat nicht mal den Sturm mitbekommen. Nee. Und kurz mal nass im Gesicht, aber dann habe ich mich einfach umgedreht. Das Einzige, ich musste heute Nacht einmal raus, wie ich schon erwartet, weil es jetzt so heftig anfängt zu stürmen und zu schütten. Da bin ich hier mit ein bisschen weiter runtergegangen. Hier seht ihr, ja, da ist ein bisschen länger. Da bin ich ein Stückchen runter. Das hat gereicht. So habe ich mir dann hier das Dach zur Seite noch mal ein bisschen niedriger gemacht. Und dann kam da in die Richtung auch nichts mehr rein. So, ich bin jetzt 40. Ich trage Brille. Nein, ich trage schon seit einigen Jahren Brillen. Und heute habe ich gemerkt, irgendwie, dass meine Augen mega angestrengt sind. Und kennt ihr das so? An manchen Tagen sieht man besser, an manchen schlechter. Heute ist so ein schlechter Tag. Das hat nichts mit meinem Geburtstag zu tun. Aber ich habe halt gemerkt, dass meine Augen so ein bisschen Entspannung brauchen. Ich schnitz dir einen Krückstock. Das ist nett. Ich sag schon, gleich fallen mir die Haare büschelweise aus. Ich habe so einen Haarkranz. Und dann passt alles. Dann habe ich den Krückstock auch schon. Ich schmeiß ihn nicht weg. Ja, das ist ein neues Loch. Nicht schwächen, sonst macht's knack. Ja, so ja auch gerade wieder. Ah, immer wieder schön. Wenn sich die Frage stellt, habe ich es besser gemacht oder schlimmer? Ich glaube, wenn ich mich nicht bewege, ist es besser. Zum Frühstück gibt es auch was zum Aufgießen. Das habe ich mir aber selber zusammengestellt. Und zwar sind das, ich weiß nicht mehr, die Grammanzahl habe ich vergessen. Das sind auf jeden Fall ordentlich Haferflocken. Dann sind da Nüsse mit drin. Dann sind da Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne mit drin. Dann sind da getrocknete Beerenmischung mit drin. Und dann noch so ein für den Geschmack und einfach auch nochmal für die Energie. Nochmal ein Löffel Proteinpulver. Ja, das rühre ich mir gleich schön an. Und dazu schön Käffchen. Instant Kaffee ist für unterwegs sein einfach praktisch. Richtiger Kaffee ist immer besser, es steht außer jeder Frage, aber fürs unterwegs sein ist es einfach gut. Und ja, da freue ich mich jetzt einfach drauf, den schön heiß zu machen, während es so ein bisschen sanft um einen herum schneit. Ich bin mal gespannt, was da heute noch kommt. Heute, Chris hat eben nochmal Wetterdaten gecheckt, heute wird die kälteste Nacht werden. Heute haben wir also die -3 Grad, das hat sich alles so ein bisschen verschoben. Das war ja mit dem Sturm auch schon, dass der viel später kam. Der sollte eigentlich mittags, nachmittags seinen Höhepunkt haben. Und das war ja den Tag über. Hin und wieder kam mal so eine Brise, aber nachts kam dann richtig, hat es richtig einmal geballert für ein paar Stunden. Und auch die Kälte hat sich so ein bisschen geschoben. Richtig gut. Pulver löst sich auch gut auf. Das ist dafür einfach praktisch, um dem Ganzen einmal Geschmack zu geben, weil ich es halt mit Wasser aufgieße und ich da kein Milchpulver drin haben möchte. Und es gibt nochmal gute Energie und es ist vor allem auch kein Scheißpulver, wo nur Chemie drin ist, sondern es ist eins, wo wirklich
gute Inhaltsstoffe. Deswegen mache ich das sehr gerne in dieser Konstellation. Das lasse ich jetzt auch mal so ziehen, dass sich die Haferflocken und vor allem auch die, ne, die ganzen Beeren, könnt ihr hier glaube ich ganz schön sehen, dass sie sich schön vollsaugen können. Unser oberstes Ziel jetzt ist erstmal Wasser finden, denn wir sind beide mit dem Wasser nahezu runter. Chris hat glaube ich noch einen halben Liter, ich habe noch so um die 100 Milliliter, aber das sollte bei dem Wetter kein Thema sein, irgendwas zu finden. Man muss natürlich rankommen, aber hier sollten genügend blaue Adern sein. Wir haben eine gute Wasserquelle gefunden, Chris ist gerade mit dem Gray dabei, ich bin mit dem Sawyer. Ich habe also wieder die hier, so lecker, ne? So leicht gelbliches Wasser, aber passt schon. Also ich werde mir auf jeden Fall den Sawyer, kann ich mir einfach schön vorne drauf drehen. Und da habe ich halt immer direkt frisches Wasser draus. Mit den Flaschen lässt sich das schön aus dem Bach rauszapfen. Da hat man das dann nicht so sehr wie mit den Faltbeuteln, dass man den immer nicht voll kriegt. Das war jetzt ein fieses Stück, jetzt einige Kilometer wirklich konstant, keine riesige starke Steigung, aber sehr konstant immer hoch. Oh, das Wetter ist irgendwie komisch, es ist mega warm, oh, ich bin echt gut am Durchschwitzen. Wir haben hier so eine coole Bank, ich hoffe man kann das ein bisschen sehen, so eine Liege entdeckt. Die werden wir jetzt erstmal so ein bisschen ausdampfen. Da sieht man so ein bisschen, wir waren ganz unten. Könnt ihr euch gar nicht erahnen. Und sind jetzt in einem Anstieg hochgelaufen. Das war jetzt auch recht anstrengend, muss ich sagen. Und jetzt ist der Wind hier oben auch echt eisig. Hier zu filmen gab es jetzt gar nicht auf dem Weg. Ihr habt es ja selbst gesehen, hier ist wirklich eine ein richtig heftiger Bereich, weil hier einfach fast alles tot ist. Und hier ist vor allem noch, wirkt es einfach noch schlimmer, weil hier noch nichts Neues nachgeschossen ist. Bei ganz vielen der anderen Ecken ist es ja schon, dass einfach ganz viel Grün nachgekommen ist und das ganz lebendig wieder ist und so. Und hier sieht man halt einfach nur, dass das fast alles tot ist. Also wirklich drei Viertel.
dreiviertel hier drumherum ist alles tot. Was bei uns beiden immer so krass ist, wir kennen das hier halt komplett grün. Also, ja, ich will jetzt nicht mit damals, als wir, ne, aber trotzdem damals, als wir angefangen haben, da war hier einfach noch komplett alles grün. Da stand vielleicht mal ein toter Baum dazwischen, der Rest war wirklich dicht und grün. Und ja, das ist schon heftig, wie sich das entwickelt hat. Wie gesagt, ich sehe es zwiegespalten. Auf der einen Seite, ja, Monokultur Fichte, bin ich nicht traurig drum, dass sie weg ist, weil sie gehört halt hier nicht hin und ist einfach auch nicht gesund. Und der ganze übersäuerte Boden durch die ganzen Nadeln auf dem Boden hat auch ein wenig anderes Leben zugelassen. Aber diese Übergangsphase, bis da halt wirklich wieder Laubwald steht, bis da erstmal natürlich Gräser, Büsche und so weiter steht, das ist schon hart. Und hier in dieser Menge, auf dieser Fläche, das ist schon gruselig. Wir machen nochmal wieder Pause. Wir sind ja schon wieder ein ganzes Eckchen unterwegs gewesen und werden jetzt so eine kleine Mittagspause machen. Wir haben es jetzt 15 Uhr etwa. Gibt bei mir wieder selbstgemachtes, ja, fast selbstgemachtes Yum-Yum, selbst zusammengestellt. Das sind einmal so Nudeln, ich habe vergessen, wie sie heißen, Mienudeln oder sowas, keine Ahnung. Und das ist heiße Tasse, Tomaten, irgendwas. Fand ich lecker, hatte ich Bock drauf. Und ich knall mir da auf jeden Fall nochmal, man sieht so ein bisschen durch die Kälte, es ist ein bisschen dicker geworden. Es ist wirklich gutes Olivenöl, aber ja, die Kälte, ne? Wir haben es hier jetzt um die 0 Grad irgendwas. Das kommt noch mit rein und das Olivenöl schmeckt zum einen lecker, zum anderen gibt es aber natürlich noch mal richtig viel Energie. Denn nix hat eine höhere Kaloriendichte als Fett. Und ja, Olivenöl, wie gesagt, ist auch noch gutes Fett. Und das ist in der Kombination nicht nur lecker, sondern einfach auch, ja, gut, um da wirklich was reinzukriegen in den Körper. Und weiter geht's. Und das wird noch surrealer, wenn wir jetzt hier direkt durch den Totenbestand durchlaufen. Schaut euch das mal an, es ist echt gruselig. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall durch. Jeder einzelne davon ist ein Witwenmacher. Wirklich jeder einzelne. Ich bin hier so ein bisschen am Rand, wird schon mal grüner. Und ich sag mal so in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, hier ist so viel, das dauert noch ein bisschen. Aber so in den nächsten Jahren wird es hier sehr, sehr lebendig werden. Aber im Moment, ich glaube, ich eben schon gesagt, sehr gruselig. So, wir haben jetzt einen Zwischenhalt und wir werden es jetzt so machen. Wir haben uns entschieden, dass wir hier, weil es einfach ein wahnsinnig schöner Platz ist und wir sind hier auch auf der Bank, könnt ihr vielleicht so sehen, dass wir uns hier noch eben unser Abendbrot machen. Und dann werden wir wieder das Gebiet verlassen und wieder weiträumig raus und uns dann irgendwann ein Lager suchen, sobald es halt geht. Und morgen halt wieder hierher kommen, um dann von hier aus entsprechend zu starten. Aber hier ist einfach der Platz so schön. Also jetzt zieht es zwar gerade wieder zu, aber bis vor wenigen Minuten, bis vor 10, 20 Minuten war es hier auf jeden Fall gerade noch sogar so ein bisschen sonnig und schön und so richtig lieblich, was auch echt gut hat. Ja, der Platz ist einfach wunderschön. Also ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen im Hintergrund sehen. Ja, deswegen, jetzt wird jetzt erstmal Essen gemacht. Gibt es nicht viel zu zeigen. Das ist halt wie gestern. Das ist was anderes, was ich mit habe. Ich kann euch gar nicht sagen, was. Ich habe es vergessen. Aber ich mache es auf die gleiche Art und Weise. Das heißt, da muss ich euch das gar nicht zeigen. Das heißt, ich glaube, ich hole euch jetzt wieder dazu, wenn wir irgendwann im Lager sind. Und da dürfte es wahrscheinlich sogar schon dunkel sein, weil wir noch eine Ecke unterwegs sein werden, dann bis wir hier wieder raus sind.
So, wir machen uns jetzt auf den Weg, versuchen uns einen Lagerplatz zu finden. Ich denke mal, es wird erst dunkel sein, wenn ich euch wieder dazu hole. So, wir haben endlich einen Platz gefunden. Ja, ich habe als Lean-To mit Vordach abgespannt. Kann so vielleicht ein bisschen sehen. Seht ihr dann so morgen früh in Ruhe. Und halt wieder nach unten gepackt. So, aber da gibt es nicht viel mehr zu sehen. So, wir hauen uns jetzt hin. Ein bisschen geschnackt und jetzt ist auch die Bettschwere gut erreicht. Wir werden hoffentlich gut pennen. Sehr, 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 sehr windstill. Tröppelt nur so ein bisschen vor sich hin und wirklich kalt ist es auch nicht. Also kann eine richtig gute Nacht werden, aber mal schauen, was die Nacht so bringt. Bis morgen. Guten Morgen. Oh, hat es dann eine gute Nacht. Nicht geregnet, glaube ich. Auf jeden Fall viel Kondens, also viel Feuchtigkeit jetzt hier von der Wiese. Und man sieht, dass es tapfer innen sehr nass ist. Oh, war ein guter Start. Und die Subwatermatte ist echt bequem. Also, ich schlafe drauf mindestens genauso bequem wie auf der Luftmatte, wenn nicht sogar bequemer. Oh, Käffchen. Also wir haben auf jeden Fall unter 0 gehabt. Huch. Oh, die sind nämlich die nasse Schnur. Ist auf jeden Fall gefroren. Hier hat Chris genächtigt. Schön Diamantform. Die Nässe auch ein bisschen das Tarp runtergedrückt. Wie das halt so üblich ist, Nässe und Frost. Drückt immer ein bisschen die Spannung raus. Schön nach hinten nochmal abgespannt. Das nach hinten abspannen ist auch echt Gold wert immer. Es gibt wesentlich mehr Raum. Das einfache Lean-To, das habe ich eben nochmal angepasst. Das war deutlich niedriger die Nacht über, weil die Wahrscheinlichkeit durchaus auf Schnee, Hagel oder Regen stand. Das war so ein bisschen ungewiss. Und da wollte ich auch nochmal sicher gehen, wenn der Wind irgendwie noch mitkäme. Deswegen war es sehr niedrig. Habe ich es jetzt wieder so ein bisschen auf Sitzhöhe gebracht. Von den Abspannknoten habe ich welche, die muss ich euch nochmal zeigen. Das sind wirklich Abspannknoten, das heißt, die kannst du frei verschieben. Ähnlich wie der Pusik, nur dass man es halt mit der gleichen Schlaufe macht. Das ist super praktisch zum Tarp-Abspannen. Da braucht man also keine diese Schnurdinger oder sonst irgendwas, sondern das kann man einfach mit dem Knoten regeln und funktioniert genauso gut und hält vor allem Bäumen bombenfest. Das Schöne, wenn man so ein paar Tage draußen ist, ist immer, dass die Handgriffe halt einfach, ich meine, man hat zwar alles schon 100 Mal gemacht, aber wenn man so am Stück länger draußen ist, ist es immer so, es ist so ein Automatismus, das ist richtig angenehm. Wir nennen das immer so Tag 3 Flow und das trifft es einfach so, weil spätestens ab Tag 3 ist es einfach, ja, ist das der neue Alltag, in Anführungsstrichen, also im positivsten Sinne, dass halt alles so von der Hand geht, man weiß exakt was, wie, wo. Das weiß man so bei normalen Touren auch, aber es ist trotzdem ab bei uns, wie gesagt, dieser Tag 3 Flow, immer noch was anderes, weil es alles so im Automatismus, als wenn man es halt nicht jedes Wochenende macht, sondern wirklich jeden Tag macht. Und das trifft es vielleicht ganz gut so. Das ist immer sehr, sehr angenehm, wenn man dann so richtig drin und beziehungsweise so richtig draußen ist. Ich zeige euch hier mal einen der praktischen Knoten zum Abspannen. Also ihr seht das hier, das ist eben Zugknoten. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Sonst mache ich da nochmal ein extra Video zu. Der funktioniert ja, wie der Name schon sagt, auf Zug. Ihr könnt also lose machen. So, aber das Schöne ist, ihr könnt ihn eben richtig schön knalle festziehen. Der ist super simpel zu machen und wie gesagt, gerade zum Tarp-Abspannen echt enorm praktisch. Hier ein Tüdel nehmen wir eben kurz. Ihr geht hier oben einfach mit dem Paracord durch, nehmt ihr irgendeinen beliebigen Punkt, legt die Schnur hier rum und geht dann quasi im Inneren, also ne, einmal, zweimal, ich mache mal dreimal, manche machen nur zweimal, aber dreimal hat sich für mich bewährt, dreimal. So, ihr geht hier dreimal ne, drum im Inneren, von da kommt das, einmal rum, zack, so. Und dann geht ihr einmal an diesem Ende rum mit dem hier durch, einfach nur einmal durch, zack, macht das hier so ein bisschen fest, so. Und dann könnt ihr hier super abspannen,
Am ersten Mal nochmal eben festziehen. So. Und da habt ihr hier euren Spannenknoten. Und das Schöne ist, dass der einfach super gut hält und sich super schnell zu lösen lässt. Also wie gesagt, rumgehen, einmal wieder zurück, dann zwei, dreimal in die Richtung, einmal vorne rum. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das soweit erkennen konntet, sonst mache ich doch mal ein extra Video. Jetzt draußen auf Tour ist immer ein bisschen schwieriger. Aber so könnt ihr halt einfach beliebig spannen und vor allem auch so wieder lösen und so wieder enttüdeln. Das kriege ich ja fast einhändig hin. Ich habe mich übrigens nicht geschnitten. Das sehe ich gleich. So, einfach wieder enttüdeln. Und seid fertig. Ich habe mich nicht geschnitten, nur bei so viel Kälte habe ich es tatsächlich so, dass mir die Haut an manchen Stellen aufplatzt, wo sie so ein bisschen rauer ist. Gerade wenn ich jetzt ein paar Tage draußen bin, dann passiert das immer mal. Und deswegen habe ich da halt immer gleich so ein bisschen Bibanthen drauf und einmal die hier drum. Das ist angenehmer, als wenn das halt immer so aufplatzt. Der eine oder andere kennt das vielleicht, der auch zu rauen Händen neigt. Da kann ich eincremen, wie ich will. Gerade im Winter bei Frost kommt es immer wieder vor bei mir. Wenn wir gerade dabei sind, zeige ich euch einfach auch die meiner Meinung nach praktischste Variante, Paracord richtig aufzuwickeln. Ihr lasst hier ein Stückchen rüber, geht über den kleinen Finger und dann immer so, ne, hier längs, hier rüber. So, das macht ihr, bis das Paracord vollkommen drauf ist. Ich zeige euch auch gleich, warum. So, bis ihr nur so ein Stückchen habt. Kleinen Finger raus, festhalten. Noch einmal wickeln, zweimal wickeln, nochmal wickeln, vor das Seil. Das andere, einen Daumen rum, zack, lass das fest. Und warum ist das so toll? Weil sich hier nichts vertüdelt und ihr könnt hier die Schnur einfach entnehmen. So, so viel ihr braucht und das hier bleibt fest. Das ist immer sehr, sehr praktisch, wenn man nicht alles auftüdeln möchte. So kann man sich zack, sich das immer schnappen und so nach und nach hier rausziehen, ohne dass sich irgendwas vertüdelt. Übrigens die einfachste Art und Weise, seine Akkus zu schützen. Also hier sind meine ganzen Akkus drin für die Kamera und noch so ein paar SD-Karten. Und hier ist eine Powerbank drin, falls ich für Licht oder mein Handy noch was brauchen sollte, ist tatsächlich einfach schlicht und ergreifend Zeitungspapier. Zeitungspapier isoliert hervorragend und gerade bei Akkus ist es bei Kälte halt so, dass die wahnsinnig schnell leergesogen werden durch die Kälte. Das ist wirklich enorm, wie viel schneller es dann geht. Und gerade wenn man länger unterwegs ist, ist es immer natürlich ganz gut, das davor zu schützen. Man kann es am Körper tragen, das passt mir aber tatsächlich nicht, dass ich das ganze Gerumpel immer am Körper habe. Da habe ich andere Sachen, die ich eher am Körper haben möchte. Deswegen wickle ich mich meine Akkus tatsächlich immer in Zeitungspapier ein und das haut hervorragend hin. Zu den Sachen gibt es sonst so viel nicht zu erzählen. Mein Nässeschutz, den habt ihr am ersten Tag schon gut kennenlernen dürfen. Kälteschutz habe ich noch ein bisschen mit, da habe ich eben Fließhandschuhe, die ich tatsächlich nur nachts trage, beziehungsweise für den Abend und fürs Camp, also die sind nicht zum Wandern. Denn gerade wenn es einfach viel regnet und dergleichen, ist es ein 0,6 durchgenässt. Und ich habe tatsächlich keine Handschuhe, die wasserfest sind, dann will ich mir aber nochmal welche holen. Habe da auch schon welche im Auge, die ich mir holen will. Und deswegen will ich halt fürs Camp am Abend, wenn man hier noch sitzt und schnackt und so weiter, immer Handschuhe haben, wo ich weiß, die sind 100%ig trocken und wärm. Ich habe aber nochmal Lederhandschuhe mit. Bin ich nicht so 100%ig zufrieden mit, aber da kommt das Wasser nicht so schnell durch. Das ist das, was ich trage, wenn ich unterwegs bin beim Wandern. Da ist das ganz gut, deswegen habe ich da mehrere Handschuhe tatsächlich. Ja, sonst halt normal Woolpower Mütze. Ich habe zwei Buffs mit, einmal Original Buff und einmal darunter Woolpower Schlauchschal. Das Buff mag ich nochmal ganz gerne. Da kann man zur Not auch als Mütze nochmal rüber, wie so eine Sturmhaube. Gerade wie gesagt, wenn man abends erschöpft ist, inaktiv und einfach noch ein bisschen sitzt und noch nicht ins Camp möchte, ist es ganz schön, wenn man sich da wirklich einmal dichtrödeln kann. Und ja, alles gebraucht habe ich bisher nicht. In einer großen Packung ist nochmal was für die Rückreise. Nehme ich nochmal Unterwäsche, nochmal ein frisches Longsleeve, dass man sich da was Frisches anziehen kann. Hose lasse ich bis zum Schluss an, nutzt nichts, da ist am Auto ein neues Exemplar. Das werde ich dann anziehen. Zum Frischmachen, ja, sucht man sich einen schönen Bach. Ich habe Waschlappen mit, habe ein Handtuch mit und da haut man sich da einmal das Wasser ins Gesicht. Zahnbürste habe ich auch mit. Und so Zahnputztabletten, die um die Zähne zu putzen, da hat man so auch nochmal so ein bisschen Hygiene. Das haut auch sehr gut hin und ja, das deckt die Hygieneabteilung ganz gut ab. Frisches Wasser reinigt gut, ist zwar eine Überwindung bei der Temperatur, aber haut hin. Und die Zahnputztabletten, ja, ich schluck den ganzen Scheiß dann runter, denn ich rotz keine Zahnpasta oder irgendwas irgendwo in die Natur. Deswegen nutze ich halt auch keine Shampoo oder Outdoor-Seifen. Die sind halt alle auch nicht gut für die Natur, deswegen haben die hier halt nichts zu suchen. Deswegen zum Waschen wirklich Waschlappen und Wasser und einen Lappen, um wieder trocken zu werden oder halt einfach in der Luft lüften. Chris füllt gerade unsere Wasserreserven auf. Wir haben nämlich hier einen schönen Lauf gefunden. Ich habe nämlich einmal verkackt. Ich habe den Sawyer nämlich heute Nacht draußen gelassen, nämlich meinen Sawyer Wasserfilter. Und der hat unter Garantie Frost gekriegt, weil wir halt wirklich so um die minus 3, minus 4 Grad hatten. Und dann weiß man beim Sawyer halt nie, ob der noch hinhaut oder ob halt die Membranen da drin hinüber sind. Deswegen
ja, sind wir immer auf Redundanz. Also wir haben immer zwei Wasserfilter mit, also jeder von uns allein mit, dass wir uns da gegenseitig aushelfen können. Ja, ich habe mir gestern Abend habe ich noch gesagt, ich muss den Sawyer mit in den Schlafsack reinnehmen. Und ratet mal, was ich nicht getan habe. Wir erreichen die Schneegrenze. Schnee? Kein Schnee. Weg von der Wanderautobahn. So ein bisschen urwüchsiger wieder. Das ist auch mal schön. Jetzt geht es steil wieder runter. Also nochmal das letzte Mal. Wahrscheinlich bis zum nächsten Winter. Das schöne Knirschen von Schnee genießen. Herrlich. Ach, schön, dass wir das auch noch auf dieser Tour haben. Das sind Wege, die Spaß machen. Und kaum sind wir so langsam unterhalb der Schneegrenze, läuft man eher ein Flussbett entlang als Schnee. Das war echt eine schöne Abwechslung vom Hauptweg oder von einem der Hauptwege. Auch wenn wir jetzt wieder auf so einem Hauptweg drauf sind, ist es trotzdem immer wieder schön, die so zu verknüpfen und so unterwegs zu sein. Und auch hier sieht man, wie so ein paar Jahre später es wieder aussehen kann zwischen den ganzen. Es war ja auch alles komplett tot. Also ist es auch der Hintergrund, aber ihr seht, wie viel hier schon wieder hochgeschossen ist. Von da oben und da kommen wir gerade. Also schon wieder ein ganzes Stückchen geschafft. Das war die Schneegrenze. Haben also schon wieder ganz gute Kilometer gerissen und wollen jetzt eigentlich so langsam, eigentlich schon seit einer Weile, einen schönen Platz finden, wo wir mal so eine Kleinigkeit snacken können, was trinken. Wir haben nämlich bisher, seit heute Morgen, seit wir los sind, noch nicht einer hat diesmal Pause gemacht. Wir haben endlich eine Hütte erreicht, beziehungsweise die Hütte erreicht, wo wir pausieren wollten. Das tut jetzt auch echt gut, das war echt ein strammer Marsch. Und das hier ist gleichzeitig der einzige Überschneidungspunkt, den wir haben, wo wir einen Weg zweimal laufen. Das heißt, hier kreuzen sich einmal die Wege zu dem, den wir schon vorher gegangen sind. Und wir sind quasi so ein bisschen, die Route habe ich aufgebaut wie so eine riesige Acht. Ja, also das ist Olivenöl. Das muss ich nachher erstmal wieder anwärmen, wenn ich das mit ins Essen geben möchte. Ist halt echt sehr kalt, ist halt so gestockt natürlich. Aber es kommt nachher einfach mit in die Hosentasche. Und dann geht das ja relativ flott wieder. Eben pausiert. Dabei echt ordentlich runtergekühlt. Wir haben auch mal Wetterdaten gecheckt. Wir haben jetzt etwa minus 1 bei 50 km/h Wind. Und heute Nacht geht auf minus 4 Grad runter.
Also das sind Wege nach unserem Geschmack. Richtig gut. Ja, wir sind wieder dabei, nach oben zu gehen. Und das ist echt beklopptes Wetter. Also wir haben wirklich, wenn die Sonne scheint und kein Wind geht, dann haben wir sommerliche Temperaturen, dann möchte man sich wirklich alles ausziehen. Wenn die Sonne scheint und Wind geht, dann haben wir Frühling. Wenn es bedeckt ist, dann haben wir Herbst. Und wenn es bedeckt ist und der Wind kommt, dann haben wir eisigsten Winter. Aber das ist richtig, wirklich 5 Tage, 4 Jahreszeiten. Wir haben eben nochmal die Route so ein bisschen angepasst. Und zwar haben wir festgestellt, dass wir viel zu viele Kilometer reisen, was so an sich nicht schlechtes ist. Was die Tour dann aber, also die Strecke, die Insgesamtstrecke, dann so ein bisschen, wir werden dann schneller am Ziel. Deswegen haben wir jetzt nochmal schnell ein paar Kilometer dazu geschustert, damit wir morgen dann auch nochmal ordentlich was zu erwandern haben und nicht plötzlich vorm Auto stehen. Was ihr hier vielleicht erahnen könnt auf dem Display, das ist kein Schnee, das sind alles Pollen. Es geht gerade, man hört es überall nur knacken. Es geht gerade alles auf. Schaut euch das mal an. In Anbetracht der wenigen Möglichkeiten, und wir sind eben noch ein ganzes Eckchen an der Straße lang gelaufen, damit es passt, haben wir einen etwas außergewöhnlichen Platz und werden gleich mal die Wetterdaten checken. Kalt wird es, wir werden minus 4 Grad kriegen. Wir sind hier sehr exponiert. Aber es ist ein unglaublicher Platz, ich zeige euch den gleich mal. Vielleicht spannen wir das Tarp auf, vielleicht nicht. Mal sehen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich tendiere momentan dazu, das nicht. Aber da checken wir die Wetterdaten, wie das mit dem Niederschlag aussieht. Denn das hier wird wahrscheinlich meine Liegefläche. Und da geht es dann auch schon runter. Und hier hin. Ein fantastischer Platz. Das wäre echt was. Und momentan tatsächlich die einzige Option. Das ist, gerader wird es hier nicht. Und viel weiter kommen wir hier nicht weg. Deswegen werden wir, glaube ich, die Nacht hier ein bisschen ruhen und verweilen, ehe wir wieder morgen früh weitergehen. Das Lager steht. Mehr wird es heute tatsächlich nicht. Wettervorhersage sieht gut aus, Regenwahrscheinlichkeit 20%. Und ja, wenn da ein bisschen was runterkommt, das kann der Biwaksack ab, und zur Not werfe ich ihm den Poncho rüber. Minus 4 Grad in der Nacht, das wird also noch frisch werden. Der Platz ist hier echt herrlich und der Mond ist da genau hinter euch aufgegangen. Mal gucken, ob ich noch einen Akku entbehren kann und einen Zeitraffer mache. Das wird sich hier fast anbieten. Mal schauen. Ah, was ist denn da? Da könnt ihr vielleicht so ein bisschen sehen, die Sonne. Richtig, richtig schön. Also dieser Platz hat 10 von 10 Punkte. Wir werden noch ein bisschen schnacken. Ich werde mich jetzt ein bisschen antüdeln mit Kälteschutz, weil es jetzt stetig natürlich kälter wird, wenn die Sonne untergegangen ist. Und ich will ein bisschen mit dem Akku haushalten bzw. gleich einen neuen reinpacken, denn ich versuche mal, ob ich euch einen schönen Zeitraffer basteln kann. Da will ich mal schauen, deswegen sage ich heute nichts mehr und sage bis morgen. Guten Morgen. Ja, Wetterberichten sollte man nicht so ganz trauen. Also statt wie angesagt, Chris und ich haben jeweils einmal Standort und verschiedene Gebiete angeguckt. Laut Vorhersage sollten es
irgendwie maximal 20% Wahrscheinlichkeit sein. Und wenn Niederschlag, dann so gut wie gar nichts. Und es sollte freier Himmel die ganze Zeit sein, kaum Wölkchen, also wirklich die Wahrscheinlichkeit auf Regen sehr gering. Und davon stimmte wirklich gar nichts. Halbe Stunde nach dem Hinlegen hat es richtig stark angefangen zu schneien. Da habe ich dann auch schnell mein Tarp aufgebaut. Dann hat es eigentlich fast die komplette Nacht durchgeregnet. Und jetzt gibt's Käffchen. Wasser, also da hinten die Spiritusflasche, dann nehme ich immer mit in den Biwaksack. Auch wenn es dann am Frieren ist, bleibt das Wasser wenigstens flüssig. Chris hat ein bisschen weiter hier drüben gepennt. Er hat es jetzt auch gemütlich gemacht. Auch mit bester Aussicht. Das ist so glasklar. Wahrscheinlich müssen wir es nicht mal filtern. Immer unsere Morgenroutine wieder auf Kamera. Das musste jetzt nicht jeden Morgen sein. Aber so machen wir uns halt frisch. Das Runterschlucken von der Zahnpasta ist zwar nicht schön, aber wie gesagt, solche Sachen haben nichts in der Natur zu suchen. Shampoo oder sowas sowieso nicht. Bei so einem Gewässer doppelt und dreifach nicht. Deswegen ist es eine gute Art und Weise, sich frisch zu machen. Das Schöne ist, im ersten Moment ist es richtig brachial kalt und jetzt eben noch gefroren, in Jacke so ein bisschen gefröstelt und jetzt ist es einfach auch oberkörperfrei, einfach nur angenehm. Ist immer cool, wenn man sich im frischen Bach wäscht. Das ist, ja, frischer wird's nicht. Thank you.
nutzen gerade die Gunst der Stunde und trocknen so ein bisschen, was nass geworden war, so ein bisschen. Viel war es bei mir nicht, bei Chris war es ein bisschen mehr. Er hatte sich ja keinen Tarp gespannt. Wir müssen auf diesem Weg am laufenden Band über oder unter alter Witwemacher hindurchkraxeln. Langsam wird es nervig. Mal gucken, ob wir hier noch hochkommen oder ob es irgendwann so dicht ist, dass wir nicht mehr durchkommen. So, die haben wir jetzt schon alle. Und hier geht's weiter. Und dahinter auch, aber müssen bald oben sein. Okay, ich weiß nicht, ob das noch als Weg zählt. Und das sieht irgendwie auch verdächtig aus, denn da oben nichts mehr existiert. Mal schauen, sah auf der Karte gut aus. Und war auf jeden Fall mal ein Weg. Na, jetzt sind wir eh gleich oben. Und der Ausblick, der lohnt sich doch. Wir haben zumindest den anderen Weg gefunden, der uns auf der anderen Seite wieder durchführen soll. Selbst mit dem Grail wäre das nicht meine Lieblingsquelle für Wasser. Obwohl wir gerade relativ dringend welches brauchen, aber nee. Vor ein paar Stunden sind wir noch da unten lang gelaufen, haben einen großen Bogen gemacht. Hier sehen die echt so ein bisschen aus wie Grabsteine. So das, was wir in der Entfernung gesehen haben, ne? Ja. Wir haben einen Platz gefunden, wo wir auf jeden Fall Abendessen werden. Hier jetzt wirklich einen Lagerplatz zu finden, ist ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir hier so eine Lösung gefunden, die ganz okay ist. Werdet ihr nachher vielleicht so ein bisschen sehen. Das ist so eine kleine Wiese, wo auch ein Platz ist. Und das scheint auch eine öffentliche Feuerstelle zu sein und so. Da werden wir uns dann mit dem Biwaksack einfach hinhauen. Wir versuchen es wieder ohne Tarp. Die Vorhersage lässt wieder vermuten, dass wir damit gut fahren. Und wir werden wieder sehen, ob dem so ist oder nicht. Und wenn, ja meine Güte, dafür haben wir einen Biwaksack, dann spannen wir uns entweder schnell einen Tarp oder wir lassen es bleiben. Mal gucken. Vorne neben die Bank werde ich mich hinhauen. Chris da vorne. Nicht die schönsten Plätze, aber hier so die einzige Option. Von meiner Seite gibt es heute nichts mehr zu erzählen. Deswegen sage ich gute Nacht und bis morgen früh. Das wird die letzte Nacht leider schon. Und dann geht es morgen auf den Heimweg. Da wird man noch mal eine schöne Runde laufen. Also keine lange Runde, es ist eine relativ kurze Runde. Aber es wird trotzdem eine sehr schöne Runde. Vorher noch mal eine Kleinigkeit essen und so. Und dann ist diese schöne, schöne Tour auch leider schon vorbei. Aber jetzt erstmal eine gute Nacht. Guten Morgen, auch wenn das so vom Platz her der am wenigsten schönste diese Tour war, habe ich hier mit Abstand am besten geschlafen. Ich habe fast durchgepennt, richtig tief und fest und gut geschlafen. Und jetzt, wie jeden Morgen, freue ich mich aufs Käffchen, freue ich mich aufs Müsli. Also das Frühstück hat sich auch bewährt, auch jetzt beim vierten Mal. Echt gut, wie gesagt, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, dann noch ganz viele getrocknete Beeren, Haferflocken und so ein bisschen Proteinpulver. Das ist echt richtig lecker und gibt vor allem morgens noch mal so richtig schön Energie. Wir haben gut gefrühstückt und jetzt rödeln wir so langsam, also jetzt in wirklich in aller Ruhe alles zusammen. Und dann geht es auf den Weg zum Auto und nach Hause. Ist die Tour schon wieder vorbei. Ja, wie ist dein Fazit? Ja. Jetzt habe ich dich schon wieder mit einer Frage überrascht. Ja, stimmt. Moment, soll ich mein Fazit zuerst machen? Dann kannst du überlegen. Nein, aber dann doppelt sich das. Also das stimmt. Wir haben unser Fazit eigentlich schon gezogen. Ja, das stimmt. Richtig geil. Eine 4-Jahreszeiten-Tour. Ja. Mit allen Wettern. Temperaturen. Ja, und ausrüstungstechnisch war auch echt auf Punkt, finde ich. Also es war wenig, wo ich sage, es ist alles, ich habe alles verwendet, außer mein Triforce, mein Schnitzel-Tri. Das ist die ganze Zeit im Rucksack gewesen, habe ich ein einziges Mal Verwendung gefunden, weil, ja, wofür auch, aber ich habe es trotzdem mitgenommen, weil mit Messer ist besser.
Das Schlafsetting war super, auf jeden Fall. Ja. Also ich war von der Savotta echt mal wieder sehr positiv. Die habe ich schon lange nicht mehr so intensiv verwendet. Und da war ich echt wieder positiv überrascht. Nein, nicht überrascht. Bisschen Wehmut ist auf jeden Fall. Hat alles hervorragend geklappt. Auch jetzt so das, was man Essen mit hatte, das ging genau auf. Dann neige ich manchmal dazu, dass ich zu viel mitnehme. Das habe ich diesmal nicht. Ich habe zwar für jeden Tag so einen Notfallriegel mit eingepackt, den ich nicht gegessen habe. Aber meine Güte, das ist nicht schlimm. Das ist eine Menge, die jetzt okay ist. Aber ich nehme gerne mal viel zu viel mit und dann schleppe ich irgendwie noch ein Kilo zurück oder was. Das ist diesmal nicht dabei. Es sind 4 kleine Riegel, die mit zurückgehen und ansonsten ist alles verputzt. Brennstoff ist genauso, dass es genauso auch ist, wie es sein sollte, dass noch einmal bzw. zweimal Reserve drin war, wenn man spontan noch was gemacht hätte. Also es hat alles echt auf Punkt hingehauen wieder. Und so soll es sein. Und so macht es immer wieder Spaß. Und das, obwohl wir wirklich kurzfristig umdisponieren mussten. Aber da sieht man halt, wir machen den Spaß schon echt, echt lange. Jetzt genießen wir noch so ein bisschen die Sonne. Und ich denke mal, so in der nächsten halben Stunde, dreiviertel Stunde werden wir uns auf den Weg machen. Und es ist offensichtlich immer noch kalt, wenn ich da den Frost sehe in der Flasche. Hier sieht man jetzt schön den Frost glitzern. Und natürlich wollen wir auch zum Abschluss nochmal nach oben. Also haben wir jetzt nochmal so einen richtig schönen Anstieg. Aber ich glaube, das lohnt sich. Für heute wird es nicht mehr viel zu erzählen geben. Wir werden jetzt diesen Berg noch hochlaufen, dann bin ich am Kamm runter und irgendwann wieder zurück runterlaufen. Und schöner als dieser Spot im Hintergrund wird es, glaube ich, heute nicht mehr. Das ist aber echt ein Traum. Ja, das waren 5 Tage, 4 Nächte, 4 Jahreszeiten und eine großartige Tour. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.